Hier habe ich den Tailfin, du siehst, war auch schon in Benutzung. Das ist ein speziell fürs Bikepacking entwickelter und sehr leichter Gepäckträger. Also besonders begeistert bin ich von der einfachen Handhabung und von den guten Zugriffsmöglichkeiten. Mit 20 Liter, da bietet der Tailfin sehr viel Stauraum und besonders das Verhältnis von großem Volumen zu relativ leichtem Gewicht. Das ist eine wahre Ansage. Und sein aerodynamisches Design, das macht den Tailfin auch sehr, sehr effizient, weil er ja direkt hinterm Fahrrad angebracht ist. Und ich muss ein bisschen was dazu sagen. Ich habe das Package jetzt hier richtig vollgebombt. Also 20 Liter gehen ja rein und die 20 Liter, die nutze ich jetzt auch aus. Also wenn du da leichter unterwegs bist, dann kannst du den sehr, sehr minimalistisch packen. Die Zugriffsmöglichkeiten habe ich erwähnt. Du machst ihn hier oben eben auf und dann wird er aufgerollt. Und man hat dann von oben diesen Zugriff, diesen sehr leichten Zugriff, den es eben bei den gewöhnlichen Sattelpacks nicht gibt. Und das ist super am Tailfin. Es wird so ein bisschen so ein kleines Rack, so ein kleiner Gepäckträger montiert am Fahrrad. Und Tailfin hat es sehr, sehr ausgeklügelt, so dass man, ich lege den wieder weg. Tailfin hat das Ganze sehr, sehr ausgeklügelt. So, da steht er. So dass das Befestigungssystem an so gut wie jedes Fahrrad ranpasst. Also mit Ösen, ohne Ösen für den Gepäckträger. Da gibt es unterschiedlichste Adapter. Und gerade wegen dem großen Volumen ist der halt auch klasse für Fahrer und Fahrerinnen, die jetzt wenig Platz im Rahmendreieck haben. Zum Beispiel für eine Rahmentasche. Da kann man hier sehr viel Platz auslagern an das Tailfin-System. Es gibt so viele Erweiterungen. Man kann Flaschenhalter da noch ran machen. An dieses Tailfin Rack, verschiedenste Cages und so weiter und so fort. Ich habe jetzt die Aluminium-Variante. Es gibt auch noch eine richtig leichte Carbon-Variante. Also auch ein richtig, richtig cooles Teil, ja. Und je nach Konfiguration, da eignet er sich dann für Fahrradreisen, für Bikepacking oder in der minimalistischen Ausführung mit Carbon und so weiter. Dann eben auch für minimalistisches Racing. Und genau deswegen sieht man ihn auch immer bei immer mehr Bikepacking-Races. Ich hatte ihn jetzt dabei, jetzt nehme ich ihn doch wieder in die Hand. Ich hatte ihn am Gravelbike dabei auf Sri Lanka bei einer Tour. Da war ich viel auf Asphalt unterwegs, aber es ging schon auch richtig zur Sache im Dschungel. Und dann bei dieser Jordanien-Tour, da hatte ich ihn auch am Mountainbike dran. Einfach weil mir am Mountainbike so die Flaschenhalter gefehlt haben. Also ich brauchte einfach mehr Trinkkapazitäten. Und an das Tailfin Rack habe ich da noch zwei große, ich glaube 950 Liter Wasserflaschen rangepackt. Hat super funktioniert. Und fürs Pendeln habe ich ihn auch lange Zeit benutzt. Habe ihn gerade halt nicht im Einsatz, aber ich benutze ihn bestimmt wieder, weil es ist echt ein tolles Produkt. Etwas teuer. Der Hersteller sagt irgendwie auch, dass ein Laptop reinpassen würde. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich glaube, so hochkant würde meiner Erfahrung nach ein 13 Zöller reinpassen. Auf Sri Lanka hatte ich ein iPad Mini dabei, aber iPad Mini ja, ist halt auch nur 9 Zoll groß oder 9 Zoll klein. iPad Mini hat wunderbar reingepasst, ja. Cooles Teil, etwas teuer. Und einen Testbericht habe ich darüber noch nicht geschrieben, ist in der Mache, kommt und wird auf jeden Fall unten verlinkt. Und ja, im Bikepacking Satteltaschen-Ratgeber im Großen habe ich den natürlich auch mit beschrieben, ja. Und jetzt verlinke ich dir links und rechts hier noch weitere spannende Videos zum Thema Bikepacking-Taschen, Bikepacking-Ausrüstung. Also schau da auch einfach mal rein. Und wenn du Fragen hast zu den gezeigten Taschen oder generell zum Thema Bikepacking, dann lass es mich gern wissen. Schreib mir einen Kommentar und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Fahrradfahren und wir sehen uns im nächsten Video.